Normalerweise rennt hier, flitzt hier auch schon enorm her. So. Zack. Wir brauchen auf jeden Fall die Jaka, das ist halt wichtig. So, und hier drinne müsste genau der sein. Ich weiß gar nicht, ob wir da, ob hier oben irgendwas Besonderes ist. Ich bin damals halt immer hier reingegangen. Ja, ich weiß, der Heli ist ein bisschen nervig. Ich weiß gar nicht, ob man hier überhaupt irgendwas machen konnte dran. Ne. So, das Gute ist aber, dass wir halt die AK haben. Weil damit können wir die ein bisschen ein, beziehungsweise ein bisschen umherlocken. Da gehen wir später hin. Wir gehen als erstes hier in den anderen Stützpunkt rein und ich hoffe mal, dass das so funktioniert, wie ich es mir denke. Es ist nämlich hart, da im Endeffekt reinzukommen, weil da sind MG-Schützen drin. Ja, und die dann irgendwie wegzukriegen, ist hart. Das heißt, wir müssen versuchen, hier vorne die ganzen Leute irgendwie rauszuziehen. In der Hoffnung, dass es so passt. Zack. Ich weiß jetzt nicht, ob mehr kommt. Ich hoffe es mal. Ja, dieses Crouchen ist halt von... ist halt CS bedingt. So, zack. Und es geht ja auch hier relativ schnell, was gut ist. Man sieht eigentlich, wie kacke die sind. Auf Mittel ist es halt schon mega krass. Da würde man jetzt schon übelst in Gesicht bekommen. So. Einmal Tor öffnen. Sicher, sicher. Ich weiß gar nicht, ob da war, glaube ich, nichts drin. Ne, hier war nichts drin. Manchmal sind halt, wie gesagt, hier Waffen, Munition, Granaten, all so ein Scheiß drin. So, zack. Wir werden erstmal wieder die Dingens wechseln. Dann hier auf 3. Wir werden auf jeden Fall auch noch andere... ja. Noch andere Waffen halt bekommen. Wie eine Jackhammer, also so eine halbautomatische Shotgun und all so ein Scheiß. Naja, das werden wir halt aber alles sehen, so. Wie gesagt, die AK immer mitnehmen, weil das ist halt die einzige Waffe, die man hier wirklich effektiv muni-technisch bekommt. Ah, hier macht schon Laune, das Game. Und hiernach werde ich dann eventuell, wenn es so sein sollte, vielleicht European Assault spielen. Das war ein schöner, sauberer Headshot. Das ist da oben nämlich ein Sniper, der wird jetzt gleich wichtig. So. Das nämlich, das müsste auch ein Sniper sein da. Ich glaube, wir kriegen hier relativ viel Sniper-Money. Oh Mann, oh Mann. Man sieht aber schon, dass das Spiel relativ alt ist. Er slidet halt so hin und her. Ja, ich bin mal echt gespannt, wie lange ich für das Game brauchen werde. So. Da hat man nämlich schon gerade den Schuss gehört. Da. Dragunov. Und zack. Zack. Den hole ich mir später. Die muss ich wegholen. Den muss ich wegholen. Vorher, bevor... falls ihr das Game mal selber spielen solltet, was ich irgendwie bezweifeln werde, müsst ihr halt immer gucken, wo halt die Kameras sind. Der muss weg. Den lasse ich da mal laufen. Der ist jetzt dummerweise weg. Das ist ein bisschen doof. Da hinten ist eine Kamera. Das heißt, wir werden die Kamera ausschalten. Den weg. Den weg. Den weg. Normalerweise müsste da auch eine Kamera sein. Da bin ich mir aber gerade nicht sicher. Der muss noch weg. Na, scheiße. Da ist jetzt irgendwie der Alarm ausgelöst worden. Das Problem ist halt nur beim Alarm auslösen, dass dann halt ein paar Soldaten kommen.
das ist jetzt unser Problem, was wir jetzt haben. Ich weiß nicht, wo da noch eine Kamera gewesen ist, ehrlich gesagt. Was mich da jetzt verraten hat. Das heißt, wir müssen einmal auf AK gehen. Auf leicht ist es ganz okay. Weil sofern wir halt den Alarm dann ausschalten, ist halt... Juckt's halt nicht. Na komm. Zack, zack. Ich hab keine Ahnung, wo da war, was mich da gesehen hat an Kameras. Beziehungsweise an den Leichen oder an sonst irgendwas. Wie ihr seht, die sind gut drauf, die Jungs. Die haben ordentlich Power hinter. Ich weiß auch nicht, ob die unendlich spawnen. So, Dragunov. Zack. Oh. Nein, leer. Scheiße. Es kann sein, dass wir jetzt schon gleich drauf gehen. Weil ich bin der Meinung, wir kriegen relativ spät erst eine Dingens. Medikit. So, zack, zack. Da ist eine Scheiße. Ah, scheiße, stimmt. Na egal. Kriegen wir jetzt nicht. Ah, hier ist keine Kamera, okay. So, wichtig. Immer halt mit der Dingens hier gehen. Ich bin mir halt nicht sicher. Ich glaube, wir kriegen erst bei dem Dingens einen Medikit. Wir müssen einmal hoch. Oh. Wir könnten natürlich auch die ganzen Türen zumachen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob hier drin sogar Leute waren. Doch, ich glaube. Ich glaube, hier waren Leute drin. Okay, oder auch nicht. Da war aber eine Sniper. Alter, immer diese Durchgetippe, ne? Es geht mir ein bisschen auf den Kranz. Normalerweise soll man das Spiel ja mit Pfeiltasten spielen und dann mit Bild auf, Bild ab und das Anzoomen, all so ein Scheiß ist dann auf... Ah ne, da haben wir sogar Medikits, das ist sehr schön. Das heißt, wir können uns erstmal 50 Dinger reinballern. Ist wichtig. Das Problem ist, der Alarm wird uns jetzt noch tierisch auf den Sack erstmal gehen. Wir können halt aktuell noch nichts machen, das ist ein bisschen doof, aber hey. Muss mal gucken. Okay, E-Mail ist unwichtig. Zack, hier hauen wir uns nochmal ein bisschen Money. Den gehen wir runter. Ja, der ist halt lächerlich. Ist nervig, ich weiß. Der Alarm. Aber teilweise ist es gar nicht mal so schlecht, wenn man den Alarm halt einmal ausgelöst hat. Dann geht er halt eigentlich mal auf den Sack. Zack. Wir bleiben nochmal bei der Schalli. Ich weiß doch gar nicht, wo man den ausmachen kann. Ehrlich gesagt, gerade hier. Normalerweise da drinnen. Zack. Oha, das war knapp. Jetzt machen wir den scheiß Alarm erstmal aus. Geh auf. Nein. Da ist der Knopf. So. Endlich mal ein bisschen Ruhe jetzt hier. So, und jetzt müssen wir theoretisch... Es gibt auch immer verschiedene Ansatzmöglichkeiten und Punkte, wie man hier durchgeht. Ich bin der Meinung, dass man hier auch irgendwie durch ein Dingens gehen kann. Oben durchs Dach. Da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Ben Jones im Gefängnis. Achso. So, zack. Da haben wir nochmal bis. So, ja. Sie haben ihn rausgeflogen, bevor wir in Position waren, ja. Das heißt, Jones im Kontrollturm müsste es ein Flugbuch mit Starts und Landungen geben. Das heißt, wir müssen jetzt einmal praktisch zurücklaufen.
Jones, hören Sie zu. Missionsupdate, neue Ziele. Wir müssen jetzt einmal zum Flugplatz. Wir geben sich zum Kontrollturm. Praktisch da hinten hin. Normalerweise müsste ich, glaube ich, hier runterkommen. Kann das sein, dass ich jetzt voll falsch gehe? Ne, okay, ich gehe richtig. Ich hätte natürlich auch einen komplett anderen Weg wieder zurückgehen können. Den kompletten Weg nehmen können, den wir halt von vornherein gegangen sind. Schneller kann man hier nicht laufen. Okay, das war zum Glück nicht fatal. Das ist teilweise nur ein bisschen blöde, wenn man halt wirklich viel laufen muss. Hier drinnen könnte man jetzt vielleicht noch nach Muni gucken. Aber nö, machen wir jetzt nicht. Es reicht ja an sich immer mit der Muni. Deswegen passt es schon. 28 Minuten. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, ob wir... Ja doch, Mission 4 machen wir noch. Da haben wir eine Spaß 12 beispielsweise. Die ist auch ganz geil. So. Ah, scheiße. Normalerweise... Oh, fuck. Na, egal. Ich hätte normalerweise erst in den Dingens reingehen müssen. In den Turm und die Typen ausschalten. Naja, gut, egal. Jetzt ist halt nur so. Uzi haben wir. Ich glaube, durch die Uzi kriegen wir höchstens noch ein bisschen Muni rein. Aber ich... Für die SD... Also für die MP5. Weil ich glaube... Ja, doch, Uzi müsste, glaube ich, auch 9mm. Verschießen. So, kommen wir nämlich gleich hier vorne wieder raus. Okay. Ah ja, das ist er. Genau den habe ich nämlich vergessen. Den hätte ich vorher killen müssen. Den machen wir immer. So, zack. So. Das kann man auf leicht nicht, auf mittel schon nicht mehr machen. Weil die ballern einen schon hier vorne ab. Also wenn man hier steht, ist man dann schon tot. Ist wirklich so. Daher ist schon leicht an sich ganz okay. Vor allem, es geht jetzt aktuell noch so schnell, weil ich halt weiß, was ich hier noch ungefähr machen muss. Nachher ab Mission 5 weiß ich schon nachher nicht mehr. 4 weiß ich noch. Und eine Mission habe ich ja noch im Kopf. Aber dann war es auch schon da. Dann war es auch schon. Damit mit den ganzen Missionen und alles im Kopf. Wie gesagt, wir können auch hier jetzt ein bisschen Mission sag ich schon. Muni verschwenden, weil wir nehmen die ganze Munition eh nicht mit ins nächste Level. Daher können wir hier ruhig ein bisschen mit der Sniper umherballern. So. Wir müssen halt oben in den Turm rein. Ups. Nee, dahin. Na komm. Zack. Da ist die Tür, da müssen wir rein. Da haben wir auch wieder ein bisschen Medikit, was eigentlich ganz okay ist, aber ich glaube auch die Medikits. Ich glaube, wir nehmen überhaupt nichts mit rein. Nein. Zack. Was halt cool ist, ist halt, man hat hier halt so das CS-Feeling. Ehrlich gesagt, so mit dem Fahnenkreuz ohne Anzoom. Zack. Ja, ist okay. So. Und dann einmal ganz da oben fahren. Oh Mann, wird hart. Also auf Dauer nachher. Aber das Game wollte ich halt machen, weil es halt... Ich weiß nicht, inwiefern wie unbekannt das Game ist. Klar, auf YouTube weiß ich nicht. Es gibt so Playthroughs und Speedrun und all so ein Scheiß. Ich glaube, das schnellste Gameplay mit einem Speedrun ist irgendwann bei 4 Stunden. Und ob es deutsche Let's Plays dazu gibt, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt. Aber jetzt auf jeden Fall. Weil ich habe nicht großartig geguckt. Kann sein, dass das schon auch wieder ausgelutscht ist. Aber ich glaube eher weniger. Die Dinge sind immer mit. Wie gesagt, oben links müsst ihr ein bisschen mitlesen, wenn es euch interessiert. Ich sende Ihnen jetzt die Koordinaten, setze im Flugbuch steht das bla bla. Ne? Machen Sie nur... Oha. Okay, mit euch habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt.
gibt einen Düsenjet. Ja, wir müssen jetzt halt mit dem Jetpack fliegen. Was ich halt ehrlich gesagt ganz geil finde. Oh, ja. Ich bin echt mal gespannt, wie das Game ankommt. Ich glaube, ich werde den Ladescreen halt nutzen. Als Titelbild ein bisschen größer ziehen. Irgendwie ein Project IGI oder sonst irgendwas. Vielleicht auch ein schwarzes Bild. Ich weiß noch nicht, was ich als Thumbnail mache.